Astor befindet sich seit einer Woche in der Obhut des Münchner Tierheims. Er wurde von der Behörde beschlagnahmt, da es sich bei ihm um einen sogenannten Listenhund der Kategorie 1 handelt. Damit ist er in Bayern nach Gesetzeslage nicht zu vermitteln. Genauso wie der Rüde Becko. Unter dem Motto »Ein Herz für jede Rasse« setzt sich der Münchner Tierschutzverein nun für eine Änderung der Kampfhundeverordnung ein. Man kann das nicht pauschalieren, dass man sagt, jeder Hund dieser Rasse ist gesteigert aggressiv. Das ist falsch und das wollen wir einfach was dran ändern, dass es einfach aus diesem Grund, dass man den Hund nicht halten darf, dass sich da was ändern soll. Die Kampfhundeverordnung besteht in Bayern seit 1992. Die Listenhunde sind dabei in zwei Kategorien aufgeteilt. So ist in der ersten Kategorie die Rede von Hunden mit unwiderlegbarer, gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit. Dazu gehört zum Beispiel der American Pitbull Terrier. Nur wenn ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden kann, wird die Haltung erlaubt. Dem Münchner Tierschutzverein ist das zu ungenau definiert. Zum Beispiel eine schutzbedürftige Person könnte laut der Verordnung ein berechtigtes Interesse sein, was genau unserer Idee entgegenspricht, weil wir einfach der Meinung sind, wir wollen ja keine Hunde, die jemand anderen beschützen sollen, sondern wir wollen Hunde, die in die Familie gehören sollen, als Familienmitglied. Das Problem liegt bei diesen Hunden wie auch bei allen anderen am anderen Ende der Leine. Es ist nicht der Hund, es ist der Hundehalter. Und wir müssen im Grunde genommen Regelungen finden, die dafür sorgen, dass bestimmte Menschen nicht in den Besitz dieser Hunde kommen, auch nicht in den Besitz anderer Hunde, die quasi als Ersatz im Milieu herhalten können. Die Forderung des Münchner Tierschutzvereins, das berechtigte Interesse, wird genau definiert, zum Beispiel aus tierschutzrechtlichen Gründen. Es könnte eben als Auflage sein, dass der Hund eben einen Wesenstest bestehen muss, was dann eben dann bestätigt, dass er nicht gesteigert aggressiv ist. Der Hundehalter müsste ein Führungszeugnis vorlegen, er müsste auch einen Hundeführerschein vorlegen. Und wir raten dann auch noch an, dass diese Hunde zur Sicherheit und vielleicht für das gute Gefühl der Öffentlichkeit im Stadtgebiet und im Gemeindegebiet an Leine und Maulkorb geführt werden sollte. Weitergehen wird jetzt mal, dass wir vor der Wahl noch mit den Landtagsabgeordneten versuchen, ins Gespräch zu kommen. Auch werden wir den einen oder anderen Brief schreiben. Zudem denkt der Tierschutzverein München darüber nach, eine Petition zu starten, um das Thema politisch voranzutreiben. Das haben wir auch im Rathaus mit der